Ja, hi, hallo und herzlich willkommen auf dem Sonntagsspaziergang mit Fortanander. Ja, die Begegnung mit der Natur hatten wir schon. Wie ihr gerade gesehen habt, sind hier offensichtlich die Nutrias total handsam. Wirklich faszinierend. Wir sind auf dem Rundweg um die Abtsküche auf dem A6. Kommt mit. So, die Abtsküche ist natürlich ein Begriff und ein absolutes touristisches Highlight. Nichtsdestotrotz werden wir uns inspirieren lassen von einer Tour von der Wanderwegewelt. An dieser Stelle Grüße an den Jürgen. Ja, wir begeben uns auf eine kleine, glaube ich, auf einen kleinen Rundkurs, knappe 8 Kilometer oder so. Es ist wirklich sehr viel los. Wir haben Sonntagnachmittag, allerfeinste Kaffeekuchenzeit, aber völlig egal, das macht einfach nur Spaß. Oh, wir finden aber auch immer wieder Steigung, ne? Auf den Rücken. Oh, auch noch so eine langgezogene. Ah, so, kurze Straße, mal sehen, wo es lang geht. Ja, lieblicher kann wirklich ein Ausblick überhaupt nicht sein. Eigentlich an jeder Stelle muss man ein Foto machen, oder? Vollkommen. Hallo! Ja! Also hier ist der A6 wirklich malerisch. An jeder Ecke gibt es Ausblicke, die eigentlich schöner nicht sein können. Das sind wirklich Fernblicke hier weit über dieses wunderbare, liebliche Land. Boah, das macht wirklich Spaß, das ist genug pur. Und schon befinden wir uns wieder auf altbekannten Wegen. Ah ja, das Einzige, was stört, ist ein bisschen Fluglärm, aber egal. So, jetzt haben wir wieder den Reiterhof hier passiert. Ja, und auf diesem Weg waren wir schon nur dreimal. Also aus jeder Richtung sind wir jetzt hier über diesen Hof gekommen. Denn wir befinden uns immer noch auf dem A6 natürlich. Ja, Öftertal, Rinderbachtal. Ja, und das haben wir hier aus jeder Himmelsrichtung sind wir schon hier über diesen Hof gekommen. Ja, Wahnsinn. Also, was soll man sagen? Das ist einfach wirklich malerisch hier. Boah, das ist ja auf diesen Feldwegen so heiß und auch irgendwie staubig, obwohl wir nur irgendwie um die 20 Grad haben. Letzte Nacht hat es geregnet, trotzdem staubig, trotzdem warm. Au. Und das knallt richtig im Gesicht, also Sonnenschutz nicht vergessen. Ja, voll, also Sonnenschutz auf jeden Fall. Mütze, Klamotten, cremt euch ein. Also, aber tolles Sieger, 2 Stunden Gehzeit, das ist noch verträglich. Aber macht sich jetzt auf jeden Fall bemerkbar. Ich freue mich auf jeden Fall auf Schatten. Das Wetter ist definitiv Bombe.
So, und da sind wir auch schon wieder am Abtskücher Teich angekommen, am Museum und am Hofcafé. Wir hatten eine wunderbare Sonntagnachmittagstour von knappen 8 Kilometern. Und das war auch rechtschaffend warm über die Felder zwischen den Wiesen. Mit viel, viel Sonne. Das hat aber so viel Spaß gemacht. Von daher würde ich sagen, zählt das jetzt schon zu einem meiner absoluten Lieblingstouren mit wahnsinnsmalerischen Ausblicken. Auch ins bekannte Öftertal, Rinderbach und Vogelsangbachtal. Also ganz, ganz malerische Wanderregion und ein absoluter Ausflugstipp bei einer nicht allzu großen Runde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit bei Portaneinander unterwegs auf Tour. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis dahin, euer Schrömi. Ciao, ciao. Vergesst da draus gehen nicht.